Sie kennt wirklich jedes Kind. Igel. Dennoch wissen wir von ihrem Leben im Verborgenen nur wenig. Seit Millionen von Jahren bevölkern die urtümlichen Insektenfresser die Erde und haben sich bis heute kaum verändert. Ihr Lebensraum dagegen hat sich stark gewandelt. Doch Igel sind Meister der Anpassung. Selbst hohe Verluste durch ihre Feinde konnte sie nie ernsthaft gefährden. Selbst vor Schlangen machen sie nicht Halt. Und auch der abwechslungsreiche Speiseplan ist Teil ihrer Erfolgsgeschichte. In der Fabel bestechen sie durch ihre Intelligenz und überraschen immer wieder aufs Neue. Folgen wir ihnen in ihre Welt. Im Frühherbst sind die Bäume auf den Streuobstwiesen übervoll mit Früchten. Es gibt die unterschiedlichsten Sorten. Allein in Deutschland sind mehr als 500 Apfel- und 100 Birnenarten bekannt. Der Duft des Fallobstes lockt den Igel an. Süße Säfte und Früchte sind eine willkommene Bereicherung. In alten Geschichten wird der Igel als Obstsammler dargestellt. Man erzählte sich, dass er im Herbst Birnen und Äpfel auf seine Stacheln packt, um sie in sein Winterquartier zu tragen. Und tatsächlich läuft so mancher Igel Gefahr, ungewollt eine Frucht mit sich herumzuschleppen. Der süße Duft des Obstes lockt auch unzählige Insekten an. Auf Streuobstwiesen hat man bis zu 5000 unterschiedliche Tierarten gezählt. Ein reicher Lebensraum aus Menschenhand. Die enorme Artenvielfalt ist auf die schonende Bewirtschaftung zurückzuführen und auf den weitgehenden Verzicht chemischer Spritzmittel. Obwohl der Igel eigentlich ein Insektenfresser ist, genießt er auch die süßen Früchte des Herbstes. Das Eichhörnchen trifft Vorbereitungen für den nahenden Winter. Es frisst nicht nur so viele Nüsse wie möglich, sondern hortet sie auch in Vorratslagern. Der Siebenschläfer dagegen hält Winterschlaf und muss sich jetzt genügend Fettreserven anfressen, um davon monatelang zu zehren. Zu den echten Winterschläfern gehört auch der Igel. Seit Wochen ist er unermüdlich auf der Suche nach energiereicher Nahrung. Er hat sich für die kalte Jahreszeit schon eine dicke Speckschicht angefressen. Mindestens 500 Gramm sollte ein Igel auf die Waage bringen, um den Winter unbeschadet verschlafen zu können. Wenn die Temperaturen fallen, sinkt auch das Nahrungsangebot. Und so durchstreift der Igel immer größere Gebiete. In der Wiese geht ein weiterer kleiner Räuber auf die Jagd, die Spitzmaus.
Obwohl sie einer Maus zum Verwechseln ähnlich sieht, ist sie kein Nagetier, sondern ein Insektenfresser und somit ein Verwandter des Igels. Ihr Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und so muss sie fast ständig fressen. Ansonsten würde sie innerhalb kürzester Zeit verhungern. Manche fressen an einem Tag Insekten und Würmer in der Menge ihres eigenen Körpergewichts. Bereits im Oktober sind die Nächte empfindlich kalt. Noch immer irren meist junge, unterernährte Igel auf der Suche nach Fressbarem umher. Der unerfahrene Nachwuchs befindet sich in großer Gefahr. Fällt die Außentemperatur unter 6 Grad, setzt bei Igeln ein leichter Dämmerschlaf ein. Steigt das Thermometer nicht mehr an, kann das im Freien den Kältetod bedeuten. Es ist allerhöchste Zeit, sich einen schützenden Bau zu suchen. Igel graben sich ihre Höhlen nicht selber, sondern suchen nach bereits vorhandenen Hohlräumen unter Hecken und Sträuchern. Der Eingang liegt meist gut verborgen und ist für Feinde schwer zu entdecken. Isolierendes Laub und Erde sorgen dafür, dass die Temperatur im Bau nie unter 0 Grad sinkt, selbst wenn draußen das Thermometer auf minus 20 Grad fällt. Das Nest dient dem Igel von Oktober bis April als sichere Bleibe. Ein letztes Mal verlässt der Siebenschläfer seine Höhle. Die Nager ernähren sich ausschließlich vegetarisch. Übergewicht erwünscht. Vor dem Winterschlaf sind Haselnüsse besonders begehrt. Ihr hoher Fettgehalt macht sie zu idealen Energiespendern. Inzwischen klettern die Temperaturen kaum noch über 0 Grad. Schon bald werden Dauerfrost und Schnee die Landschaft beherrschen. Siebenschläfer suchen ihr Winterquartier gern in Baumhöhlen. Aber auch auf Dachböden sind sie zu finden. Oft teilen sich mehrere Tiere eine Höhle und können sich so gegenseitig wärmen. Manches Jahr verschlafen sie bis zu 7 Monate. Daher ihr Name. Unter einer isolierenden Schneedecke schlummert ein Igel. Die kleinen Säuger sind in der Lage, ihren Energiehaushalt auf ein absolutes Minimum zu drosseln. Die Körpertemperatur fällt um bis zu 30 Grad ab. Der Herzschlag verringert sich von 170 auf rund 5 Schläge pro Minute. Ein Leben auf Sparflamme. Nur so können sie bis zu einem halben Jahr den Dauerfrost überstehen. Obwohl es aussieht, als sei alles Leben erfroren, findet es immer einen Weg zu bestehen. Der Igel wird auch diesen Winter unbeschadet verschlafen, wie schon tausende Generationen vor ihm. Ein kleines, überraschend anpassungsfähiges Erfolgsmodell der Natur.